Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn in einer Welt, in der der Coronavirus den Großteil der Menschheit besiegt hat. Und die Dinosaurier-Roboter jetzt die Weltherrschaft haben. So wie es in 5 Jahren aussehen wird. Ja, wir sind immer noch hier unterwegs in der Ödnis und wir hatten das letzte Mal schon einen Plan ausgehandelt, wie wir das so einigermaßen tun werden. Wir werden jetzt als allererstes diese Brutstätte hier wieder in Angriff nehmen. Danach bewegen wir uns entweder dahin oder dahin, Schöpfersende oder Scheuerfels, eins von beiden. Das hängt ein bisschen davon ab, ja. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommen wird. Also, random Schissel. Wir sind vollständig ausgerüstet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also, was heißt ausgerüstet? Wir haben viel Kram hier. Ich werde jetzt hier erstmal einen Wegpunkt hinsetzen. So, damit wir auch sehen, naja, seht ihr mal, 300 Meter in diese Richtung. Das ist nicht sonderlich weit. Das kriegt man gerade so hin, würde ich behaupten. Da können wir mal eben schnell rüberlaufen. Ich hoffe, dass der Ingame-Sound nicht zu laut ist, weil ich habe mir ein bisschen neues Spielzeug gegönnt und ein bisschen neues Spielzeug bedeutet an dieser Stelle, kann ich schaden. Dass ich auch dass hier vielleicht ein bisschen die Grafik im Büsche besser zur Geltung kommt. Was sagt meine süße Freundin da hinten? Sie hat keinen Ton an. Achso, du hast Ton an? Ist das vom Ton her okay? Also so vom Abmischen oder muss ich irgendwas leiser stellen? Ich laufe hier erstmal ein bisschen weiter. Okay. Das ist gut. Mich hörst du doppelt. Na, das kann ich mir vorstellen, dass es schrecklich ist, aber das passiert, wenn man neben mir sitzt. Jo. Keine Ahnung, was genau und wie viel genau hier herumlaufen wird. Ich bin mal echt gespannt, weil... weil tatsächlich sind wir hier in einer Stelle, die wir noch nicht kennen. Also ich weiß noch nicht, was hier wirklich auf mich warten tun wird. Aber ich glaube, das macht auch nichts. Umso spannender ist das Ganze. Also dieser Weg. Aber ich sehe zumindest schon mal die Brutstätte da hinten. Vorsicht da unten. Oh, Wildschwein. Komm mal her hier. Nicht weglaufen. So, erstmal Wildschwein braten. Krallen, so viel wie geht. Und jetzt gucke ich mir nochmal eben schnell an. Okay, 89 Meter. Da sind sicherlich irgendwo irgendwelche Viecher wieder unterwegs. Oh. Das sind welche von diesen unsichtbaren Viechern. Das macht die... Das macht die Sache für uns eine schon... Eine Killermaschine, die plötzlich verschwindet. Genau, was die Welt braucht. Oh, geil. Na komm, das probieren wir. So, einfach mal weg mit dir. Okay. So, den einen haben wir. Der andere ist noch nicht so ganz klar, ob er weiß, wo ich bin. Oh, das sind ja noch zwei von denen. Oh. Und die feuern hier ganz schön dolle. Mit Schüssen und... Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Naja, ich wäre mir auch noch nicht so sicher, ob wir die schon los sind. Ne, die feuern hier immer noch fröhlich durch die Gegend. Wow. Laser. Ich werde mal eben ganz schnell ein bisschen was zu futtern holen. Na, da ist er noch. Zu futtern, sage ich. Fuck. Den Schuss habe ich nicht kommen sehen. Da ist noch einer.
mag diese Viecher hier überhaupt nicht. Weil die einfach so unverschämt unsichtbar sind. So, schnell mal ein bisschen Panic rollen. Wo ist er? Ah. Diese Schüsse sind ja dreckig ohne Ende. Wow. Das gefällt mir so nicht. Okay. Sehen die mich noch? Ich bin mir nicht sicher. Sehen mich tatsächlich noch. Okay, einen haben wir zumindest schon mal. Das ist gut. Das heißt, wir müssen uns hier mal nach und nach den einen oder anderen gönnen. Also alle gleichzeitig wird nicht gut enden, wie man hier sieht. Vor allem, weil ich echt viel Schaden genommen habe. Durch diese Drecksviecher. Hier war doch gerade was. War's nicht? Oh, doch. Seht ihr mal. Da sind sie. Sehen die mich oder sind die mich jetzt nicht? Das wäre geschafft. Die sehen. Die suchen mich, aber die finden mich nicht. Das ist gut. Schnell weg. Nee. Mieses Ding. Aber die haben auch eine Akku-Range. Das ist ja der Wahnsinn. Au. Und diese Schüsse sind echt brutal. Eigentlich gerade. Unsichtbar war. Wupp, 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 wupp. Panic Roll. Die funktioniert in diesen Spielen glücklicherweise immer ziemlich gut. Nee. Nicht, wo ich bin. Jetzt sehe ich sie aber nicht mehr. Das ist nicht mehr gut. Ein bisschen rausglotzen. Okay. Ein bisschen geschielt. Hat funktioniert. Jetzt kommen sie gleich wieder angerannt. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Sag ich doch. Und da kommt er. Und hab dich. Nummer 1. Und weg mit dir. So, der andere ist hier sicherlich auch gleich irgendwo um die Ecke. Wir kennen das Spiel doch. Wir haben schon mal gegen die gekämpft. Wupp. Sag ich doch, da hinten. Kommt jetzt sicherlich gleich auf mich zu. Und guckt erstmal die Lage. Nee.
So, wo ist er denn? Können wir ihn irgendwie erahnen? Ich probier's mal. Keine Reaktion. Schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Ein Stein. Toll. So, wo ist denn die nächste? Das sieht aus wie die nächste Stelle für Deckung. Blick. Da oben ist was. Die Frage ist, was ist das da? Ich schieß mal auf das Blaue. Ah. Ich glaube, ich habe einen Wächter erlegt. Auf die Entfernung. Schon mal ganz praktisch. Aber trotz allem sehe ich hier jetzt nichts. Ich habe hier glücklicherweise nochmal ein Heilkraut. Das kralle ich mir natürlich. So, eigentlich müsste hier jetzt irgendwo noch einer rumlaufen. Ich meine, vor allem da drüben ist noch eine Mine. Naja, Metallscherben. Hier haben wir nochmal einen toten Pirscher. Aber ich sehe keinen lebendigen Pirscher. Das macht mir die Sache irgendwie ein bisschen... Da kriege ich ein bisschen Angst bei. Lieber von hohem Gras zu hohem Gras wechseln. Ich stehe jetzt gefühlt ein bisschen in der Sackgasse, aber okay. Sieht gut für uns aus. Aber irgendwie kommen wir hier nur nicht. Das wird eine laute Sache. Na fuck, da ist er. Macht er hier einen auf unsichtbar? Okay, ich sehe ihn trotzdem noch. Wuppa, nicht in die Mine. So, lieber mit schnellen Schlägen als mit kurzen, als mit langen. Boah, was für ein Schaden, diese Drecks. Hier machen. Das geht ja gar nicht. Nein, nicht Panic Roll. Genau dann, wenn ich nicht Panic Rollen will, Panic Roll ich. Sehr gut. Okay, das hat jetzt massiv wehgetan an der Stelle. Und ich muss ehrlich sagen, der gesamte Weg scheint irgendwie ein bisschen umsonst gewesen zu sein und ich komme hier nicht rein. Es ist nur massiv hell, aber kein Durchgang zu finden ist. Oder vielleicht finden wir hier irgendwas rundherum rumfliegen? Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn es mal Tag werden würde. Damit wir hier nochmal ein bisschen mehr Optik hätten. Aber irgendwie sehe ich hier nichts. Schade. Sehr, sehr schade. Na gut, dann haben wir wohl keine großartig besondere Wahl. Außer einmal ganz kurz mein Inventar ein bisschen lernen. Und zwar ein paar Modifikationen wegwerfen. Mal gucken, Abriss. Haben wir hier irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Komm, weg mit dem Zeugs. Weil tatsächlich sieht mir das hier doch ein bisschen wichtiger aus. Nee. Na gut, okay. Dann, so ärgerlich es ist, gehen wir, speichern wir hier einmal kurz ab, und dann gehen wir einfach
den, den kürzesten Weg, würde ich sagen. Wie weit ist es bis nach da? Bis nach da sind es 700 Schritte und bis nach, waren wir's? Da oben sind es natürlich noch ein paar mehr. 900. Naja, kommt. Dann laufe ich da einfach mal lang. Ich meine, laufen ist hier ein bisschen besser. Dann kann ich noch nebenbei ein paar Sachen einsammeln. Wie zum Beispiel neue Heilkräuter und Steine und was es so alles gibt. Und ich meine, wenn das nicht unbedingt gerade diese Pirscher sind, die wir als Gegner haben, dann geht das auch von den von der Stärke der Gegner her. Sehr nützlich. Aber wir hatten hier gerade eben einfach massiv Pech, würde ich sagen, was die Auswahl unserer Gegner angeht. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Onen hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. What? Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Das ist ja mal sehr interessant. Jetzt muss mal kurz gucken. Ah, das lohnt sich doch. Direkt auf dem Weg ist auch noch ein Ausrüstungsversteck. Wer ist der und woher weiß er das alles? Elizabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Das ist wohl ein Name einer sehr alten und vergangenen Zeit. Ich sehe da oben diese Panzerläufer. Die finde ich nicht so cool, aber die sind noch nicht sonderlich stark, also von daher. Alles noch im Grün. Vielleicht habe ich auch Glück und krieg vielleicht nochmal einen gecatcht oder so. Ansonsten der Klassiker Panic Rolls. Nee, nix. Panic Rolls helfen immer. Ah, sehr schön. Heilende Kräuter. Heilende Kräuter sind gut. So komme ich hier auch ein bisschen weiter voran. Hep, hep. Bloß nicht auf die Idee kommen, dass wir irgendwann hier schwimmen müssen oder sowas. Ach komm, Schweinchen. Ich brauche dein Fleisch. Komm her. Und gegebenenfalls auch deine Knochen. Absolut kein Platz dafür. Kein Platz ist nicht gut. 600 Schritte noch. Bis zum ersten Ziel anscheinend. Ja, wir laufen ein bisschen außerhalb der Wege. Hier drüben haben wir noch ein Räuberlager. Da können wir uns nochmal ein paar Bonus-EP ergattern, würde ich sagen. So, ich könnte nochmal schauen, ob ich hier irgendwas herstellen kann. Tragekapazität leider nicht. Schade. Fuchsknochen. Es wäre schön, wenn wir hier irgendwas noch hätten zusammenbauen können. Aber, ja, warum eigentlich nicht das Räuberlager ausräuchern, so ganz spontan? Ja, das sieht gut aus. So, da vorne ist es auch schon. Der Regen hat sich schon lange angekündigt. So, wen haben wir denn da für einen Dude? Keine Ahnung. Dot. Schauen wir mal hier im Fokus. Was haben wir denn? Aha, da haben wir noch ein leichtes Opfer.
Zip. So, weil je mehr wir davon jetzt besiegen. Oh nein. Da kommt der Big Boss raus. Wir haben hier eine Leiche. Ach komm, als ob. Hallo. Naja, komm, ich bin jetzt eigentlich unsichtbar. Theoretisch. Das ist gar nicht der Big Boss. Na gut. Wir machen hier wieder den Sneak-Modus. Wir gehen auf. Und versuchen uns... Oh. Den habt ihr gar nicht gesehen hier. Ich dachte schon... Das wird hier mega easy. Aber da könnte gleich noch einer rauskommen. Wir sehen hier zumindest über den Fokus. Ah ne, der geht nur Patrouille. Das ist okay. So, hier haben wir ein bisschen tiefes Gras. Tiefes Gras ist immer gut. Wo ist denn hier der Eingang? Ich sehe keinen... Ah, hier ist der Eingang. Habe ich hier irgendjemanden? Nee, keiner da. Alle ausgeflogen. Haben keinen Bock mehr. Finden mich zu unheimlich oder so. Aus dem Nichts werden einfach ihre Leute massakriert. Hallöchen, Snix. Schön, dass du wieder da bist. Luna, besser gesagt. So. Ich schau mal eben kurz. Probieren wir es doch mal damit. Oh, wait. Ich wollte eigentlich das hier nehmen. Zip. Denn die kosten nicht so viel. Aha, da ist noch einer. Fragezeichen. I don't get it. Haben wir was gehört? Nein, nein, ihr habt nichts gehört. Sie ist da entlang. Ah, das ist gut. Jetzt nochmal ein bisschen hohes Gras. Hohes Gras ist wundervoll zum Verstecken. Was haben wir hier? Reinholz. Und ja, nochmal Reinholz. Okay. Oh wei. Wir sollten damit rechnen hier. Hier ist jemand. Was? Niemals. Hier ist keiner. Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Okay. Der kommt von außen. Ja. Fuck. Dann kennen wir uns jetzt ja. Gesundheit. Ui. Ja. Jetzt kommst du mir so. Aber putz. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Dass dann auf einmal voll die Gegenwehr tanzt. Oh, eine Rohstoffkiste. Das ist auch wundervoll. So, was haben wir hier noch? Aha, da hinten. Oh. Da hinten versucht sich einer. Na komm, jetzt tun wir nicht so, als ob. Ihr habt rein gar nichts gesehen. Hier ist gar keiner. Ich bin auch nicht da. Na komm, probieren wir's. Schade. Satz mit X. Das war wohl nix. Ja gut, okay. Die machen jetzt hier einen auf. Oh nein, irgendwo ist einer. Wupsa. Vielleicht machen die auch nicht nur einen auf. Da ist einer, sondern die greifen auch direkt an. Das könnte natürlich auch möglich sein.
Husch. Guten Tag. Ich bin mal wieder raus hier. Upsa, war schön mit euch. Ich bin hier mal im Versteckten. Und ihr habt nichts gesehen. Ich war nie da. Aha. Außer dich. Dich greife ich jetzt. Dich greife ich mir. Ey. Da kommt noch was. Klar kommt da noch was. Schon mal den Bogen spannen und... Und wieder zurück. Aha. Jetzt tut ihr so, als ob nichts passiert wäre. Waren das zu viel eurer Kameraden, die gerade draufgegangen sind oder was? So, da oben spaziert noch einer hin und her. Das ist mir ziemlich Wurst. Ich finde das sogar mittlerweile ziemlich angenehm, wenn die sich irgendwo zeigen. Denn dann habe ich nämlich das wundervolle Gefühl, dass ich die nämlich allesamt finde und besiege. Hoho. Ah, da geht's nur wieder raus. Oh, guck mal, da läuft noch einer. Hallo. Zip. Na toll. Hättest du dich mal nicht so wie, nicht so weit bewegt, dann hätten wir es auch jetzt direkt hinter uns. Zip. So wie der. Oh, der lebt ja noch. Hallo. Boah, auf einmal kommen von überall die Fragezeichen raus. Machen sich hier einen auf. What the fuck? Irgendwo ist hier einer. Ist mir egal. Ich versuch's mal in die Richtung. Suche mich nämlich auf einer ganz anderen. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Was haben wir hier? Alte Trümmer. Ach ja, nehmen wir mit. Wir sind hier ganz relaxed, was das Ganze angeht. Und vielleicht kriegen wir hier nochmal den einen oder anderen mehr gegriffen, der sich noch nicht so ganz rausgetraut hatte. Da oben einer? Nee, das ist keiner. Zip. So zum Beispiel. Dachten nämlich die ganze Zeit, ich komme von der anderen Seite. Haha, ist aber gar nicht so. Ich komme immer von der Seite, von der ich am meisten catchen kann. Zip. Ich habe was entdeckt. Was? Oh, was denn? Was hast du entdeckt? Ich hab nichts entdeckt. Ich hab nichts gesehen. So, jetzt kommen sie wieder alle. Ja, ja, ganz vorsichtig. Alles absuchen. Nicht nachlassen. Von irgendwo. Oh, hoppla. So, dich hab ich. Geht ja sogar. Heiltränke kann ich immer gebrauchen. Fangen wir doch einfach von oben an. Wir hüpfen uns hier einfach hinauf. So, so, so. Und der denkt sich hier jetzt eh ein auf... Hallo. Mal ein bisschen geduckter gehen. Au, und wo kam das denn? Der lebt noch. So. Das ist korrekt. Daran arbeite ich auch sehr eifrig. Boah. Das war noch nicht alles. Kommt der hier mit MG-Gefeuer an? So eine feige Nudel. Tja. So, was haben wir denn hier? Naja, nee, ich will eigentlich nicht den Feuerspucker. Sondern ich will den Banditenbarbaren ausrauben. So. Wo könnte hier noch jemand leben? Aha. Von der Seite. Augen nach oben. Und da war doch noch was. Wuppa, wupp, wupp, wupp. Mal sehen, was für ein... So. War das alles? Jawohl, das waren die letzten... Ausgezeichnet. Das ging ja doch relativ fix. Gib
nochmal gut Erfahrungspunkte. Und ein großes Dankeschön, dass ich die Welt noch ein bisschen sicherer gemacht habe. Wunderbar. Dann fange ich mal an, mit dem Händler zu handeln. Weil ich brauche auf jeden Fall so ein paar... ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen was verkaufen. Modifikation. Sowas zum Beispiel. Vielleicht hier die... die kleinen, die nur 10 kosten. Weil wir sind mittlerweile in einem Gebiet, in dem wir definitiv größere Teile bekommen. Und mein Inventar ist mittlerweile so zugemüllt mit allem möglichen Schissel, dass es schon echt nicht mehr feierlich ist. Bevor ich hier anfange, irgendwas zu machen, erstelle ich mal lieber die Sachen. Oh, ich bekomme noch einen Fertigkeitspunkt dazu. Das ist sehr schön. Und hier haben wir nochmal einmal Feuer. Und dann können wir uns jetzt gleich wieder der Main Quest widmen. Die Sonne soll ihr Schicksal offenbaren. Die da irgendwo hinten weiter stattfindet. So, erstmal Kram, Heilkräuter, eine ganze Menge davon, kann man immer brauchen. Vor allem, wenn man so viel auf die Nase bekommt wie ich. Da sind die schon recht praktisch unterwegs. Hier sind nochmal welche. Wunderbar. Ausgezeichnet. Da fühle ich mich doch gleich schon wieder besser ausgerüstet. Und spaziere hier den Weg entlang. Der gar kein Weg ist, sondern nur ein Hügel. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. So. Aber auf die Art und Weise kommen wir hier jedenfalls bisschen sicherer um die Ecken. Ah, klar, wir wollen ja... Moment. Achso, klar, der lotst sich ja nach dem Weg aus. Zuerst die Kälte, dann der Schnee. Gut. Hier sind wir wieder in einem Jagdgebiet. Das heißt, wir können jetzt hier entlang... Erstmal wieder heilen. Kräuter erhöht. Und da 90 Meter oder 90 Schritte. Wow. Ich glaube, das war mal eine Einkaufshalle oder sowas. Sieht sehr danach aus. Oder ein Forschungszentrum. Forschungszentrum oder Einkaufshalle. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst oder auch nicht wisst. Denn ich will nicht gespoilert werden. Toller Leute. So. Aha, hier sind die Ausrüstungsgegenstände. Genau da, wo er gesagt hat. Ein Seilwerfer und ganz viel Kram. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte. Oh, verdammt. Das gibt's ja nicht. Der verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Aber warum, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Hier gibt es erstmal einen kleinen Cut von meiner Seite. Und dann geht es auch direkt weiter. Zumindest für die Leute im Stream. Hallo. Und für die anderen, die müssen noch ein bisschen warten. Bis denn.